Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Arcane Vale. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von der Arcane Vale. Ja, beim letzten Mal waren wir in der Mine, haben Dynamit entdeckt, mein neues Lieblingsspielzeug. Und am Ende noch richtig viele Drachen gefunden. Ich habe sie jetzt alle geschlachtet, die hier waren. Und einer von denen hat mir sogar was Besonderes dagelassen, ein Drachenei. Mein Frühstück ist damit gerettet. Keine Ahnung, ob man mit dem Ei irgendwas machen kann. Hab gerade auch gesehen, mein Inventar ist schon wieder so arg voll. Das geht so ultra schnell hier. Ich glaube, ich müsste eigentlich noch mal eben kurz nach Hause gehen und mein Inventar leeren. Aber erstmal gehe ich da unten gucken. Vielleicht haben wir sogar Glück und dort ist ein Teleportationsding. Drake musste leider zuschauen, wie ich seine Artgenossen allesamt vernichtet habe. Aber das macht Drake nichts aus, ne? Oh, guck's mal! Diamanten! Was zum Geier seid ihr? Was bist du? Was sind das für Dinger? Wird mir das auch noch irgendwann angezeigt? Was waren das für Dinger? Ich habe keine Anzeige für die bekommen. Warum kriege ich keine Diamanten? Nur ekelhafte Skorpione. Da rechts von mir ist wieder eine Oase. Und hier ist scheinbar eine Stadt. Ach, guck mal, das ist dieser Kommandant, wo ich diese eine Nachricht abliefern sollte. Ist hier vielleicht zufällig ein Teleportationsding? Nee, leider nicht. Aber hier ist eine Gerberei. Mach ich mir schon mal ein bisschen Drachenhaut. Kann ich hier zufällig irgendwo. Nee. Gib mal her. Ich brauche noch viel, viel mehr. Diese Drachenhautrüstung wird bestimmt ultra stark sein. Ich hatte die ernsthafte Hoffnung, dass hier irgendwo ein Teleportationsstein ist. Alter, wie groß der ist. Wer zum Teufel bist du und was machst du in meinem Kriegslager? Königstein, vertraut mir diese Aufträge an, bitte tötet mich nicht. Ihr habt dir diese Aufträge anvertraut? Lass mich einen Blick darauf werfen. Ja, man studiert die Aufträge. Es scheint, als sagst du die Wahrheit. Das königliche Siegel war unversehrt. Und es wurde von der Hand des Königs geschrieben. Es erfordert die Schnellverrichtung dieser orkischen Invasion und unsere rasche Rückkehr zur Zitadelle. Ich kann mir nur vorstellen, dass er dich anstelle einer seiner königlichen Wachen geschickt hat, der sie es sich nicht leisten kann, sie jetzt zu verlieren. Du hingegen bist entbehrlich. Du bist so weit gekommen, was würdest du sagen, uns zu helfen, mit diesen Orks ein für alle Mal fertig zu werden? Denk darüber nach und melde dich dann mit deiner Antwort bei mir. Beeile dich damit, die Zeit ist nicht auf deiner Seite. Ich helfe euch natürlich. Was meinst du also? Willst du uns helfen, diese orksche Invasion ein für alle Mal zu zerstören? Wie lautet der Plan? Ich verstehe, warum der König dich geschickt hat. Eine solche Loyalität ist heutzutage selten. Wir hätten dich vor ein paar Jahren während der Rebellion gut gebrauchen können. Meine Späher berichten, dass diese Orks von einem aufsehenden Magub angeführt werden. Wenn wir ihren Anführer töten können, sollte der Sieg schnell errungen werden. Suche Taskmaster Magub und töte ihn. So schnell und leise wie möglich. Bring mir seine Hand als Beweis. Wir kümmern uns um den Rest. Warum denn seine Hand?
Was bist du denn für ein Ekelpaket, dass du seine Hand haben willst? Und das ist jetzt nicht im romantischen Sinne. Okay, die Orks, die halten auch was aus. Ich kümmere mich, schnell ich kann um euch. Boah, bleibt doch mal stehen. Ich muss mich erst um den da kümmern, der heilt die. Ja, jetzt kannst du endlich nicht mehr weglaufen. Helfen die mir eigentlich, wenn die Orks in die Nähe kommen? Nee. Ich soll die doch abwehren, warum helft die mir nicht? Alter, bin ich gut angeschlagen. Und schon bin ich geheilt. Salat ist einfach OP in diesem Spiel. Ultimatives Objekt in der Ausrüstung. Ah, ich hab's geblockt. Verzögert wirft er denn? Ich habe keinen Inventarplatz mehr. Ein orkischer Wurfspeer. 6 davon sogar. Alter, bevor ich hier weitermache, sollte ich dringend erstmal mein Inventar leeren. Ich lasse die Orks erstmal Orks sein. Ich habe einfach keinen Inventarplatz, um hier irgendwas mitzunehmen. Ich gucke jetzt lieber. Ach, ich kann hier gar nicht nach rechts. Zumindest nicht an der Stelle. Dass ich jetzt hier eventuell so ein Teleportationstor finde. Das wäre richtig gut. Vielleicht da bei der Oase. Nee, aber dem Steger gefällt's hier. Okay, hier hat ein Drache gewütet. Und nicht nur einer. Ding ist, ich kann euer Zeug nicht mitnehmen. Okay, hier ist das Piratengebiet. Vielleicht ist dort ja ein Teleportstein. Ansonsten, wenn ja jetzt nicht ein Teleportstein ist, drehe ich um. Ich ziehe mir mal das Piratenhemd. Und das Halstuch an, wenn ich es finde. Da. So, jetzt sollte ich ein Pirat für dich sein, oder nicht? Ah, ein Mitpirat. Willkommen in der Piratenbucht. Ich bin willkommen. Warum ist hier nichts zum Teleportieren? Ich schaue mich mal um. Vielleicht habe ich Glück. Bisher war bei jeder Siedlung irgendwie ein Teleportationsding. Deswegen schaue ich mich jetzt erstmal um. Oh, eine Schildkröte. Oh, wie süß. Ich schaue mich erstmal wirklich nur um. Ich muss nämlich dringend mein Inventar leeren. Oh, ich kann das benutzen. Bier. Na, guck mal hier, kann ich aus den Trauben Wein herstellen. Brauche ich nur so ein Ding. Wie knuffig sind denn die Schildkröten? Hier sind auf jeden Fall viele Leute, die was von mir wollen. Quartiermeister.
Aua. Bitte, irgendwas zum Teleportieren. Ich hab echt kein Glück, ne? Aber hier ist auf jeden Fall der andere Mineneingang. Ich komm, du kannst mir doch nicht erzählen, dass es in der Wüste nicht einen einzigen Teleportationsteil hier gibt. Irgendeine Schnellreisefunktion wird es ja hier wohl geben. Danke. Hier war zum Glück eins. Okay, ich gehe jetzt erstmal nach Hause und leere mein Inventar. Ach, bevor ich mein Inventar anfange zu leeren, wir müssen ja auch nochmal gucken, was braucht man, um Dynamit herzustellen? Zündpulver, Stoffe und Schnur. Beziehungsweise Leder. Und dafür brauche ich Feuersteine. Feuersteine ist so ziemlich das Einzige, von dem ich so gut wie nie was habe. Okay, Leute. Ich habe mich her teleportiert wieder. Ich habe mein Inventar geleert. Und ich war bei dem Ausrüstungsladen und habe mir was gekauft, was überfällig ist. Das Rezept für die eisernen Stolpern schon, die Beinplatten. Jetzt kann ich die auch endlich herstellen. Ich hatte mir eigentlich auch alle Tiere gekauft, die der Tierhändler dort hatte. Und mir einen Papagei besorgt, weil ich dachte, das wäre passend, aber irgendwie ist mein Papagei mir nicht hinterhergekommen. Keine Ahnung, wo der wieder bleibt. So, jetzt können wir anständig ins Piratendorf. Ich gehe einmal in ein Haus rein, wenn ich dürfte. Vielleicht sitzt dann das Vieh bei mir. Ein Pirat ohne Papagei, das geht doch nicht. Ah, da, guck, da ist mein Papagei. Hallo. Hast du was zu verkaufen? Oh, ein richtig geilen Ale. Fleischspieße. Vielleicht lerne ich ja, wie man das macht, wenn man das kauft. Ja, tatsächlich. Komm, wie ein richtiger Pirat. Yo, ho, ho. Und schon ist der wütend, der Charakter. Und ein Pirat plündert natürlich. Also ich muss mich extra umziehen. Der Barbarien, der darf einfach rein. Ich wollte mich nicht schlafen legen. Ich wollte das Bücherregal. Oh, die haben ja geilen Zeug hier. Was haben die denn hier an Questen für mich? Du siehst mir nicht gerade wie ein Pirat aus. Du aber auch nicht. Was hat es verraten? War es das blendend weiße Gewand oder der Stab? Was machst du hier? Mein Schiff ist vor ein paar Tagen gesunken und ich bin auf einer winzigen Insel mitten im Ozean gestrandet. 13. Der Kapitän Boll hat mich aus dem Ozean gerettet und sicher hierher gebracht. Dieser Boll ist wirklich ein guter Kapitän und ich muss sagen, er sieht ziemlich gut aus. Und die Leute in der Stadt reden so schlecht über die Piraten. Wenn ich jemals zurückkomme, werde ich es mir zur Aufgabe machen, ihre Meinung zu ändern. Und hast du vor, wieder in die Stadt zu kommen? Ich dachte, du würdest nie fragen. Es gibt nur ein kleines Problem, das ich lösen muss. Die tödliche Wüste allein zu durchqueren. Ich habe alle Leute hier gefragt, aber sie haben Angst, in die Nähe der Stadt zu gehen. Denn Piraten werden sofort eingesperrt. Du bist nicht zufällig auf dem Weg dorthin, oder? Ich hätte gerne jemanden, mit dem ich den Weg antreten kann. Sicher, ich bin nicht ruhig dahin zurück. Lobt an die Götter. Ich kann es kaum erwarten, wieder zu Hause zu sein. Ich werde dir folgen. Lass uns so schnell wie möglich zur Stadt zurück in die Stadt gehen. Ich habe sie gezähmt, Leute. Wir hinterfragen es in keinster Art und Weise, ne? Mit dem gezähmt. Alter, ich kriege hier auch Holz ohne Ende. Oh, das Tagebuch eines Fischers. Das hat meine Angelgeschicklichkeit erhöht. Was hat denn die alte Maggie für uns? Hat die Knarren? Die hat einfach Knochen für mich.
Gib mir mal die dicke, fette Wumme. Ist der Krummsäbel stärker als meiner? 17 hat der Krummsäbel. Der Krummsäbel ist stärker als meine jetzige Waffe. So, müssen uns ja noch Pistolenmunition kaufen, ne? Ich kauf mal da deinen Inventarstand leer. Ich habe ja eh genügend Geld. Geil, wir haben eine Knarre. Wie genau schießt die denn? Ich packe mir mal in die Knarre hier unten in die Quickslot-Liste. Die schießt auf jeden Fall sehr genau. Für die Serafina würde ich sagen, teleportiere ich mich einfach rüber. Das ist dieser Stede, den wir für die Story-Mission brauchen. Ich würde sagen, wir lassen Stede erstmal in Ruhe. Ahoi! Diese Einsiedlerkrebse scheinen sich jeden Tag zu vermehren. Überall, wo ich hinsehe, ist einer dieser Einsiedlerkrebse. Du suchst einen Job? Ich kann dich dafür auch belohnen. Was ist denn die Aufgabe? Ich brauche deine Hilfe, um einige dieser Einsiedlerkrebse loszuwerden, bevor sie die ganze Insel überrennen. 10 sollten genügen. Na, was meinst du? Okay. Perfekt, stell nur sicher, dass du eine spitze Waffe benutzt, um sie zu töten. Das ist humaner, als sie mit bloßen Händen zu Tode zu prügeln. Wie nett diese Leute sind, ne? Wollt ihr sonst noch irgendwer was? Ich verprügle einfach jeden Einsiedlerkrebs, den ich sehe, dann kriegen wir die 10 schon zusammen. Kriege ich auch ein bisschen Krabbenfleisch dadurch. Das ist der gute alte John. Oh! Johns alte Donnerbüchse. Ist die besser als die, die ich da gerade habe? Die Donnerbüchse, die ich jetzt gerade habe, ist 17. Ja, die ist besser. Guckt mal, ich hätte mir den Kauf sparen können. Oh, die ist auch richtig fetter. Da kann ich nicht rein. Da war die alte Maggie drin. Ich glaube, wir waren hier jetzt in jedem Geschäft. Tut mir leid, ich muss einmal eine Schildkröte töten. Ich muss einfach wissen, was die liefern. Okay, die braucht aber dafür irre lang zum Nachladen. Aber guck mal, wie genau die ist. Ein Schildkrötenschild und ein Schildkrötenpanzer. Ich würde sagen, die Steinschlosspistole ist trotzdem besser, weil die nicht so lange zum Nachladen braucht. Ein 5er Schild. Nee, der ist nicht mal ansatzweise so gut wie meiner. Okay, die braucht genauso lange zum Nachladen. Ich habe nichts gesagt. Dann kann ich auch die Donnerbüchse nehmen. So, er wollte auch noch was, der gute Jack. Hi, Kumpel. Und wie lautet dein Name? Jack? Ja, Jack ist der Name. Ja. Der Name ist Jack? Wir haben schon einen Jack. Mich? Ich fürchte, du wirst jetzt ein kleiner Jack heißen. Ein Mitpirat ist in dieser Gegend immer willkommen. Es sind nicht mehr viele von uns übrig. Wir müssen zusammenhalten. Apropos zusammenhalten. Ich würde euch gerne mit etwas von meinem berühmten Ananasrum abgeben. Das einzige Problem ist, dass die Schildkröten alle Ananas aufgefressen haben. Wird ein ganzes Jahr dauern, bis sie nachwachsen. So lange kann ich nicht warten. Soweit wäre gut, aber wenn du zufällig ein paar Ananas findest, bringst du sie unbedingt deinen alten Freund Jack? Ich werde meine Augen offen halten. Bring mir 10 Ananas, das sollte mehr als genügend sein. Um sie mit dem Rum zu mischen und meinem weltberühmten Rum-Rotten-Drink herzustellen. Ach ja, wenn du schon dabei bist, werde doch ein paar dieser Schildkröten los. Ich will nächstes Jahr nicht dasselbe Problem haben. Okay. Der hat was gegen Schildkröten. Aber die sind doch so putzig. Droppen diese Dinger Ananasse, wenn ich sie fälle?
Nö. Okay, ab wann zählst du zu Hause? Erklär's mir. Wo genau bist du denn zu Hause? Hier bei der Farm? Ich muss ja auch einfach sagen, hör auf mich zu verfolgen. Nee. Ich weiß halt nicht, wo die hin will. Ah, jetzt zählt sie auf einmal als zu Hause. Endlich wieder zu Hause. Ich hätte nie gedacht, dass ich so glücklich sein würde, zurück zu sein. Du hast dein Wort gehalten. Ich kann dir gar nicht genug dafür danken, dass du mich sicher zurückgebracht hast. Hier nimm ein Zepter als Belohnung. Es hat es in sich, also sei vorsichtig, wozu du es benutzt. Jetzt werde ich, muss ich alle davon überzeugen, dass Piraten nicht so schlimm sind, wie sie scheinen. Das bin ich ihnen zumindest schuldig. Viel Glück auf deinen Reisen. Nochmals vielen Dank. Ich habe ein Zepter. Zepter, Zepter, Zepter. Zepter. Ach so gesehen, Feuerstab. Okay, dann würde ich sagen, legen wir uns jetzt noch mit den Orks an. Wir müssen hier noch den Oberschaman vernichten. Das war ein Ork-Arbeiter. Der hat nur seinen Job gemacht. Komm her. Ja, auch die ganze Zeit wegzulaufen. Stufe 21. In das Haus kann ich nicht rein. Bleib da stehen. Ist das ein Hai? Ich kann hier gleich mal versuchen, einen Hai zu fangen. Wenn ich den Oberschaman gefunden habe. Ist wahrscheinlich wesentlich größer als die anderen. Hier ist auch nochmal Schwefel. Ich kann in die Ork-Häuser nicht rein, wie es scheint. Ich lasse die kleinen Orks jetzt mal Orks sein. Ich suche den großen. Jetzt hänge ich hier noch Stunden. Könnt ihr euch nicht gegenseitig verkloppen? Aua. Muss ja vom Prinzip her nur den Großorg vernichten. Das ist der Taskmeister. Er hat eine Peitsche. Er peitscht seine Leute auch nur aus, ne? Jetzt kommst du, das hier ist eigentlich ein friedliches Dorf und nur durch ihn ist es so fies. Ich habe ihn seine Hand abgehackt. Tank der überlegenen Stärke, wahrscheinlich einfach so ein Powerboost. So gesehen eine Powerdroge. Oh, hier sind auch diese Harpien, die ich längst vernichten muss. Das passt ja richtig. Schießen ihre Federn. Ich glaube, 5 Harpienfedern war es, was ich brauchte. Wollt ihr die Federn auch droppen? Hartnäckig. Das ist ein riesiger Amboss. Und irgendeine Art von Schrein. Harpienkralle habe ich jetzt auch bekommen. Ich guck mal eben kurz bei der Harpienquest. Ja, 5 Harpienfedern.
Was zum Geier ist das? Du hast nichts, was der Schrein benötigt. Was benötigt der Schrein denn? Das Ding da kann ich auch nicht nutzen. Ja, kommt ruhig zusammen, dann kriege ich euch schneller kaputt. Ah, Mann, wir haben sie vernichtet. Hast du diese widerliche Kreatur Magub schon erschlagen? Die Tat ist vollbracht. Loyalität ist heutzutage ein seltenes Gut, aber Stärke und Ehre sind es noch mehr. Ich werde dafür sorgen, dass deine Taten nicht vergessen werden. Bring dieses Lob zum König, er wird dich sicher belohnen. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, ich muss noch etwas aufräumen. Okay. Ich kann ja eben kurz noch zurückfliegen, obwohl ich sehe gerade, dass meine Aufnahme recht lang ist. Machen wir das beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter. Da gehen wir dann die Questen ab, die wir gerade erledigt haben. Dann haben wir die erste Insel auch komplett abgeschlossen. Ciao, Leute!